Hallo liebe Mitglieder, ich lade euch heute ein zur ersten Online-Rückenschulstunde. Wir beginnen wie immer abwechselnd mit Schulter-Rückkreisen. Denkt daran, lasst die Arme lang, Finger lang und kreisen. Wir wechseln ab auf nur links, lasst den Arm lang, Finger lang, kreisen aus der Schulter. Denk daran, bewusst ein- und auszuatmen. Linke Schulter bleibt unten. Wir wechseln auf rechte Schulter. Bewusst auch hier die Arme, Finger lang lassen. Wir wechseln nun ab auf beide Schultern. Nach hinten kreisen, Arme lang lassen, Beine sind leicht gebeugt. Bewusstes Ein- und Ausatmen. Und wir lassen die Arme hängen. Die langen Arme ziehen uns jetzt zur Seite. Wir wechseln rechts und links ab. Wir versuchen von Wiederholung zu Wiederholung mit den Armen etwas tiefer zu gelangen. Der Kopf geht mit zur Seite. Wir bleiben auf einer Seite und ziehen uns langsam sanft tiefer. So weit, wie es für dich möglich ist. Wir wechseln auf die andere Seite, ziehen uns hier langsam tiefer. Auch hier bis zu deinem Endpunkt und kommen dann zurück zur aufrechten Position. Jetzt drehen wir die Arme gestreckt nach innen, drehen die Arme nach außen und öffnen dabei den Brustkorb. Arme nach innen. Nach außen, Schulterblätter nach hinten, unten, Arme nach innen, nach außen, nach innen, nach außen, bleiben in dieser Position und fangen langsam und sanft an, uns nach zu einer und dann zur anderen Seite zu drehen. Oberkörper bleibt aufrecht. Zu jeder Seite noch einmal drehen. Wir kommen zurück zur Mitte, nehmen jetzt die gestreckten Arme nach vorne oben, gehen tief, nehmen die Arme nach hinten, kommen wieder nach vorne und wieder nach hinten. Gehen wieder in die Aufrichtung. Und achte darauf, wenn du tief ziehst, dass dein Oberkörper nach vorne unten kommt. Dann richtest du wieder auf und ziehst die Arme gestreckt nach hinten und wieder aufrichten. Dann bleiben wir unten und lassen nur die Arme vor und zurück bewegen. Vor und zurück. Oberkörper ist aufgerichtet und noch eine Wiederholung, kommen dann hoch, nehmen die Arme noch einmal hoch, lassen sie nach unten und lockern das Ganze. Dann lassen wir die Arme wieder hängen. Nehmen die Arme nach vorne unten, das Kinn auf das Brustbein und öffnen uns wieder. Arme drehen nach vorne unten, Kinn geht auf Brustbein, öffnen. Nach vorne unten, öffnen. Nach vorne unten,
öffnen. Wir bleiben nun geöffnet und machen wie vorhin Seitneige noch einmal. Nur, dass jetzt die Hände etwas weiter von den Beinen weg sind. Versuchen auch hier, soweit es für uns möglich ist, nach unten zu kommen. Auch wie vorhin bleiben wir auf einer Seite und ziehen sanft nach unten nach. Wechseln dann die Seite, ziehen auch hier sanft nach unten nach. Kommen dann zurück zur Mitte. Gehe nun mit beiden Armen wieder nach vorne oben, wobei die Finger nach vorne zeigen. Und öffnen dann beim Tiefgehen die Arme zur Seite. Dann wieder nach vorne und zur Seite. Denke auch hier daran, wenn die Arme nach hinten gehen, Oberkörper nach vorne unten. Und tief ziehen. Noch einmal tief. Wir bleiben tief und wippen sanft hoch und tief. Noch ein paar Mal, sodass so langsam vielleicht die Oberschenkel etwas anfangen zu brennen. Und lösen das Ganze auf, lockern wieder die Arme, pendeln die Arme. Und wechseln dann auf Hände in die Hüfte und fangen sanft an, die Hüfte zu kreisen. Nach ein paar Wiederholungen wechseln wir die Seite. Beenden das Ganze, Beine sind gebeugt, Oberkörper geht leicht nach vorne und jetzt bewegen wir das Becken. Wir drehen das Becken nach innen und drehen das Becken nach vorne. Einmal runder Rücken, einmal Hohlkreuz. Ich zeige es euch auch seitlich. Einmal Hohlkreuz, einmal runder Rücken. Becken drehen ins Hohlkreuz, Bauch nach innen, runder Rücken. Noch einmal, Hohlkreuz. In dieser Position bleiben wir. Nehme nun deine Finger alle nach vorne, ziehe dann die Arme nach hinten, sodass deine Schulterblätter nach hinten unten kommen. Und nehme die Ellenbogen wieder nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, die Arme zeigen dann nach vorne, nochmal nach vorne, nach hinten. Du bleibst in dieser Position und streckst nun die Arme nach vorne unten. Ziehst die Ellenbogen wieder nach hinten, streckst die Arme nach vorne unten, ziehst die Ellenbogen nach hinten und das Ganze verknüpfen wir nun mit Tiefgehen. Tiefgehen, Arme strecken, hochgehen, Ellenbogen nach hinten oben, tiefgehen, hochgehen. Tief gehen, hoch gehen, tief gehen, hoch gehen, bleiben, halten, auflösen, wieder pendeln. Wir gehen dann noch einmal mit den Händen in die Hüfte, schieben nun das Becken nach vorne. Strecken die Beine, gehen mit dem Oberkörper nach vorne.
schieben wieder das Becken nach vorne. Und jetzt ist fast schon wie von alleine, gehen die Ellenbogen mit nach hinten. Dann gehen wir nach vorne, die Ellenbogen kommen eher wieder nach vorne. Und dann gehen wir über ins Dehnen. Wir schieben die Hüfte so weit nach vorne, wie es möglich ist. Lösen die Hände und die Hände gehen nach hinten unten. Zeige es auch seitlich. Die Hände sind nach hinten unten. Schulterblätter werden mit nach hinten unten gezogen. In der Dehnung bleiben. Halten, bewusst ein- und ausatmen und das Ganze auflösen, indem wir die Arme hängen lassen, Oberkörper dreht. Gut, wir bauen nun Rotation mit ein, die Arme wieder lang nach unten, sodass die Schultern aufliegen. Ein Arm geht nach vorne unten, dreht, Kopf geht mit nach hinten, geht nach vorne und nach hinten. Nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Wir bleiben hinten und federn sanft nach. Das gleiche mit der anderen Seite. Arm geht nach vorne unten, dreht auf, vorne unten. Achte darauf, dass der Arm immer gestreckt unten bleibt, ohne dass wir Belastung auf der Schulter haben. Ein letztes Mal. Auch hier bleibt der Arm hinten. Sanftes Nachfedern. Und nun natürlich gehen wir mit beiden Armen nach vorne unten. Öffnen und versuchen, soweit es möglich ist, nach hinten zu kommen. Wieder nach vorne. Wieder öffnen nach hinten unten. Auflösen eng am Körper. Und ein letztes Mal. Nun federn wir hier sanft nach. Aus dieser Position öffnen wir die Beine etwas mehr. Gehen nun mit den Armen nach vorne unten, Kopf geht mit nach unten. Wir bekommen einen runden Rücken und öffnen wieder in die Überstreckung und fangen hier an, den Kopf und Oberkörper mit nach hinten zu nehmen. Dann rollen wir uns wieder ein und auf. Wir verknüpfen die vorherige Dehnung mit in diese Übung. Noch ein letztes Mal. Und beenden diese Übung wieder in der Dehnung, sodass unser Brustkorb geöffnet wird. Wir können bewusst ein- und ausatmen. Arme gehen nach hinten unten. Und wir bleiben noch etwas in der Dehnung. Noch 3, 2, 1. Lösen das Ganze wieder auf, indem wir pendeln. Jetzt bauen wir verstärkt eine Rotation ein, das heißt, wir nehmen einen Arm, drehen nach oben, lösen das Ganze nach hinten, unten auf und wieder nach oben. Wir versuchen, den Arm, soweit es geht, einzudrehen und aufzudrehen. Einzudrehen, aufzudrehen. Ein letztes Mal. Du versuchst, so weit es möglich, dich aufzudrehen. Achte darauf, dass die Bewegung weich und sanft ausführbar ist.
Und dann lösen wir das Ganze mit der anderen Seite. Oben eindrehen, unten aufdrehen. Eindrehen, aufdrehen. Eindrehen, aufdrehen, hinten bleiben, sanft nachfedern. Kommen dann wieder zurück, lassen die Arme hängen und korrigieren uns selbst. Achte darauf, dass die Arme hängen, ganzer Fuß, Knie leicht gebeugt, Becken in Mittelstellung. Nun gehen wir über zur Gleichgewichtsschulung. Wir gehen mit den Armen nach vorn, wie wir es vorher schon einmal hatten, ziehen die Arme seitlich, Brustkorb wird aufgerichtet, gehen eng am Körper nach vorne unten mit den Armen und ziehen uns nun in die Aufrichtung auf die Zehenspitzen. Gleichgewicht, in der Körperspannung bleiben, tief gehen. Ziehe nach oben, in der Körperspannung bleiben. Nach vorne. Wir erhöhen die Schwierigkeit. Ihr kennt es, Arme nach hinten unten. Und jetzt versuchen wir, das Becken noch gegen zu drehen. Und noch etwas halten. Halten. 5, 4, 3, 2, 1, gut auflösen und wieder pendeln, Beine sind gebeugt, Arme pendeln. Wir bleiben weiter in der Gleichgewichtsschulung, nehmen die Arme wieder nach vorne unten. Wir belasten nun auf eines Bein, das andere Bein heben wir die Arme auseinander. Und auch hier versuchen wir jetzt das Becken gegenzudrehen, was wir gerade schon gemacht haben. Noch 5, noch 4, 3, 2, 1. Wieder nach vorne unten und auf die andere Seite. Und wieder Becken drehen. Noch 5, noch 4. Noch 3, 2, kommen zurück zur Mitte, wieder die Arme nach unten. Nun nehmen wir die Arme nach vorne, oben, gehen auf die Zehenspitzen, versuchen ins Körperlot zu kommen und strecken die Arme hoch und tief, bis zur Seite. Und nun versuchen wir, in der Körpermitte zu bleiben, auf den Zehenspitzen. Arme gestreckt rechts und links nach oben und halten. Und halten. 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Lockern, wieder erholen, pendeln. Wir wechseln nun in eine Rotationsbewegung, stehen dazu breiter, nehmen einen Arm zur Seite, zum Knie, und gehen diagonal nach hinten oben. Drehen uns wieder ein und gehen diagonal nach hinten oben. Drehen ein, gehen diagonal nach oben. Ein letztes Mal. Bleiben hinten, federn auch hier sanft nach. Hopp, 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 hopp. Lösen das Ganze auf, Arm nach unten, andere Seite eindrehen, aufdrehen, diagonal nach oben, eindrehen, aufdrehen, eindrehen, aufdrehen und ein letztes Mal und sanft nachfedern. Gut, kommen zurück. Wir verknüpfen nun diese Bewegung in Gleichgewichtsübung. Das heißt, ich nehme den Arm nach unten, beuge das diagonale Bein, drücke mich ab und gehe diagonal nach oben.
Am Anfang auf die Zehenspitzen. Tief abdrücken hoch. Tief abdrücken hoch. Jetzt drücken wir uns so weit ab, dass wir das Bein abheben und auf dem anderen stehen. Und tief abdrücken, stehen. Tief abdrücken, stehen. Ein letztes Mal und halten. Intensitätserhöhung, Hand und Knie nähern sich an und auseinander. Und noch einmal. Kommen zurück nach unten und wechseln die andere Seite. Zuerst in die Streckung gehen, achte drauf, auf die Zehenspitzen. Tief gehen, abdrücken, Zehenspitzen. Dann abdrücken auf das Bein. Zurück, abdrücken auf das Bein. Zurück, abdrücken, halten. Hand und Knie nähern sich an und gehen wieder auseinander. Ein letztes Mal. Zurückkommen, Arme hängen lassen, drehen, lockern. Wir gehen nun weiter nach oben, nehmen die Arme seitlich hoch, Arme zusammen. Und nun fangen wir an, die Arme nur nach vorne unten zu drehen und aufzudrehen. Jetzt sind wir mehr in der Belastung Schultergürtel. Aufdrehen. Eindrehen. Aufdrehen. Wir verknüpfen nun Kinn auf Brustbein, Kopf dreht mit ein, Kopf dreht auf und wieder eindrehen. Und wir verknüpfen weiteres Drehen, Kopf geht nach hinten. Die Überstreckung hatten wir am Anfang schon auch in der Dehnung. Und wieder nach hinten. Und nach vorne unten. Und nach hinten. Lösen das Ganze auf, lockern wieder, Arme werden gependelt. Wir bleiben mit Arm über Kopf, führen die ganz nach oben, ziehen die Hände hinter den Kopf, achten darauf, dass die Füße ganze Belastung, Knie leicht gebeugt, Beckenmittelstellung, gehen mit den Ellenbogen zusammen und auseinander, zusammen, auseinander, zusammen, auseinander, zusammen, auseinander. Bleiben nun in der Dehnung. Ellenbogen sind auseinander. Bleiben noch etwas in der Dehnung. Gehen nun zusammen mit den Ellenbogen und jetzt fangen wir sanft an, uns einzurollen. Das Kinn geht aufs Brustbein, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Wir rollen sanft wieder auf. Ellenbogen gehen auseinander. Ellenbogen zusammen. Einrollen. Aufrollen. Öffnen. Und beim dritten Mal versuchen wir mit den Ellenbogen näher zu den Knien zu gelangen. Wir gehen mit dem Oberkörper tiefer. Bleiben. Und bleiben noch in der Dehnung. Langsam aufrollen und lösen das Ganze wieder mit Pendeln auf.
Und nun verknüpfen wir alle Elemente. Das heißt, wir stehen breiter. Wir nehmen die Arme nach oben, gehen mit den Armen nach hinten, Kopf nach hinten, gehen mit den Armen in einem Bogen nach vorne, unten, Hände durch die Beine, führen dann die Gegenbewegung wieder durch. Und ein letztes Mal einrollen, aufrollen, gehe nach hinten mit den Armen seitlich nach unten und sind wieder in unserer Dehnung wie am Anfang. Nur, dass wir hier mit den Beinen breiter stehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, lösen das Ganze wieder auf. Jetzt verknüpfen wir diese Übung fast wieder mit Gleichgewichtsschulung. Das heißt, wir gehen Kniebeuge, Arme rechts und links nach unten, überkreuzen, gehen diagonal nach oben in eine Dehnung, gehen tief und wieder diagonal nach oben. Und jetzt gehen wir zur Gleichgewichtsschulung über. Das heißt, wenn wir nach oben gehen, gehen wir auf die Zehenspitzen, bleiben oben, sind groß, aufgerichtet. Gehen tief. Kommen hoch auf die Zehenspitzen. Gehen tief. Kommen hoch auf die Zehenspitzen. Und drehen jetzt die Arme gegen, um so im Gleichgewicht zu bleiben. Noch etwas, 5, 4, 3, 2, 1, Arme nach unten. Wir lockern diesmal, indem wir auf einem Bein stehen, Arm und Beine pendeln. Wechseln das Ganze. Anderes Bein, Arm und Beine pendeln. So, meine Mitglieder, das war der Einstieg in die erste Online-Rückenstunde. Nächste Teile werden noch folgen. Bis bald.